Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. The terrifying scale of Australia's bushfire disaster is beginning to emerge. Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden. Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Tatsächlich zeigt die Krise, nichts macht den Deutschen offenbar so viel Angst wie das mögliche Fehlen der Zellstoffrollen fürs stille Örtchen. The President-elect of the United States of America, Joe Biden. Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass noch im Dezember der erste Corona-Impfstoff in Europa zugelassen wird. 2020 neigt sich so langsam dem Ende entgegen und ganz ehrlich, es hat schon schönere Jahre für einen Rückblick gegeben, aber irgendwie ist es ja schon auch ein Teil von unserem Leben und deswegen werden wir es wahrscheinlich nie mehr vergessen. 2020, das Jahr, das mit den Waldbränden in Australien begann und von Anfang an glaubte ja echt noch jeder daran, dass das die Katastrophe des Jahres ist, die man so schnell nicht mehr vergisst, aber Pustekuchen. 2020, das Jahr, in dem ein Chinese seine Fledermaus Medium Rare konsumierte und in diesem Augenblick wohl kaum registrierte, dass er damit einmal die ganze Welt lahmlegt und mit dieser Aktion in die Geschichte eingeht, aber he made it. 2020, das Jahr, in dem es verboten ist, unmaskiert eine Bank zu betreten, das Jahr, in dem sich auch Politiker zur Begrüßung nur eine Ghettofaust geben, das Jahr, in dem nach den Hygienebeschlüssen jetzt alle 1,5 Meter Abstand einhalten müssen, und zwar auch BMW-Fahrer. 2020, das Jahr, vor dem wir nie geahnt hätten, dass wir mit konsequentem Netflix und Chill mal Omas Leben retten. Das Jahr, in dem man modetechnisch ganz wild kombiniert und Boxer mit Sakko zum neuen Dresscode wird. 2020, das Jahr, in dem es oldschool ist, auf Aktien und Fonds zu spekulieren, weil echte Profis jetzt in Klopapierrollen investieren. Das Jahr, in dem man aus dem Bett raus studiert und dein Mikro ist aus zum Satz des Jahres wert. 2020, ein Jahr, in dem es wichtig ist, dass man nicht aufhört, auch mal zu lachen, trotz all der Sachen, die einem berechtigte Sorgen machen. Ein Jahr, in dem es gut tut, wenn man seinen Humor nicht verliert, auch wenn man nicht weiß, wie die Zukunft so wird. 2020, ein Jahr, in dem es wichtig ist, dass man auch die nicht vergisst, denen gerade nicht wirklich zum Lachen zumute ist. Dass auch sie ihre Hoffnung jetzt nicht aufgeben, weil wir feiern Weihnachten dieses Jahr nicht trotzdem, sondern gerade deswegen. Wir denken genau in diesen Tagen daran, dass Jesus damals nicht für die Reichen und Starken kam, sondern für die Kranken und Schwachen, und wir wissen genau, er wird es wieder so machen. Und dann haben Krankheit und Ängste nichts mehr zu sagen und sie werden es nicht wagen, einem Menschen etwas anzuhaben. Denn vor Jesus Herrlichkeit wird sich jede Macht beugen, auf Knien vor ihm in Ehrfurcht bezeugen, dass Jesus regiert auf seinem Thron und als Gottes Sohn. Und bis er wiederkommt, dürfen wir darauf vertrauen, dass er mit uns geht, auch wenn man es in dieser Zeit nur so schwer versteht, dass das alles sein Plan ist und der ist perfekt, auch wenn man das heute noch nicht wirklich checkt. Aber Gott hat uns höchstpersönlich versprochen, dass er für immer bei uns bleibt, dass sich seine Kraft in unserer Schwäche zeigt und ich glaube, wir haben noch nie vor der Pandemie unsere menschliche Schwäche so sehr gemerkt. Und auch wenn Weihnachten dieses Jahr wirklich eine stille Nacht sein wird, man die Weihnachtstradition komplett reduziert, können wir uns sicher sein, dass Jesus regiert und in unserer Machtlosigkeit seine Herrlichkeit manifestiert. In diesem Sinne, Merry Christmas to you, frohe, definitiv andere, aber nicht weniger hoffnungsvolle Weihnachten. Und hoffentlich bis bald. Was räumt sich denn auf Schmücken, Glücken, Zücken, Beglücken? Ja, das ist gut, dieses Jahr. Ne? Zwar können wir uns dieses Jahr nicht persönlich beglücken, aber zumindest unseren Weihnachtsbaum mit Klopapier schmücken. Scheiße, das muss noch irgendwo rein. Kriege ich das noch irgendwo unter? Wenn nicht, dann Outtakes oder so.